Ja, sie haben für den König gekämpft, aber nicht wirklich gewusst, wofür sie gekämpft haben. Also was Vendrick vorhatte. I was born in Feroza, it's a land in the distant east. When I was born, we were already mired in prolonged conflict with our neighbors. Eventually, our kingdom fell, and our people scattered. I've been a sellsword ever since. All I ever knew was war, and I can imagine no other way to live. What a fool I was. I am grateful for these peaceful days. But such contentment lies only in the here and now. Why must life be so confounding? Thank you for lending an ear to my ramblings. Here, take these. I've no use for them. Ja, er gibt uns seinen Helm. Go along and resume your journey. I cannot lie. Sometime I was. Ja, und jetzt wiederholt er es. I was born in for when I've been all heaven. What a f. I am grateful for such. Why must. Farewell. I will retire to my silence. Also ja, er gibt uns seinen Helm. Was klar ist, er braucht ihn nicht mehr. Den Rest seiner Rüstung trägt halt sein Körper. Und den Rest, den müssen wir uns selber dann erkämpfen. So, da liegt erst einmal wieder Loot. Der ist einigermaßen zu sehen. Schimmernder Lebensstein, Seele eines namenlosen Soldaten. Und ja, diese Bäume hier sind garstig. Au. Nicht nur die Bäume. Ach, da bist du. Ach, da seid ihr, oder was? Ja. Ja, das ist jetzt mies. Ich habe nämlich zwei von denen jetzt am Hals. Was ich sagen wollte, diese Bäume mit den Gesichtern. Ja, da bist du. Ich sehe dich einigermaßen. Sind garstig, weil wenn man dagegen haut, dann rufen sie diese Jungs herbei. Also sie tun sie aggressiv machen, bevor ich sie überhaupt getriggert habe. So, jetzt habe ich mal wieder die Orientierung verloren. Hier an diesem blöden Ort. Okay, ich bin hier. Drei habe ich schon mal von denen getötet. Hier war der Ausgang, ja. Ja, und die schreien halt hier rum. Leut-Talisman. Da habe ich dich doch gesehen. So. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie viele von den Jungs hier drin waren. So, hier war eine Truhe. Gelobt sei die Sonne, ja. Ring der alten Sonne. Oh. Hi, Kumpel. So, du bist auch tot. Gucken wir uns mal kurz den Ring der alten Sonne an.
Ja, explodiert an der Schadensgrenze. Der seltsame Steinring enthält eine folgende Hitze. Erlangt jemand mehr Kraft, je mehr der Träger geschadet wird, dann explodiert er und fügt Gegner in der Nähe Schaden zu, während sein Träger unbeschadet bleibt. Unsere Taten schlagen auf uns zurück, auf die eine oder andere Art, ob gut oder böse. Ja. Der Karma-Ring. Ah, ist da noch einer? Ja, da ist noch einer. Also nein, die spawnen hier nicht random, sondern sie laufen hier random rum. Was aber nicht weniger garstig ist. So, von hier aus müsste ich einfach... Habe ich da wieder einen gesehen? Ja, habe ich. Genau, müsste ich hier langlaufen. So, und zu einer weiteren Truhe kommen, die ich öffnen kann. Klarer Blausteinring. Ja, und hier lacht irgendwas böse. Da klarer Blausteinring verkürzt Zauberwirkzeit, genau. So, jetzt kann ich wieder hierhin zurücklaufen. Oder auch nicht. Wow. Ich habe den Pfeil noch gesehen. Von dem Bastard. So, jawohl. Die Rache ist mein. Okay. Also ja, wenn wir da rumlaufen, müssten wir gleich wieder... Nee, zum Start kommen. Es ist halt wirklich schwierig, in diesem dicken Sappschnebel was zu sehen. Ja, genau, hier war die Truhe, die wir vorhin als erstes geöffnet haben. Da sind wir von der Truhe aus weiter rein zu uns gelaufen. Hier ist ein Abgrund und hier, genau, hier geht's hoch. Den Weg nach oben habe ich gesucht. Hier ist nämlich nochmal eine Truhe. Ah, mit dem Chlorantiering plus 1. Wow. Okay, du, das ist echt gemein hier. Genau deswegen nämlich. Das Gemeinste ist, dass man sie, die Gegner nicht anvisieren kann. Okay. Jetzt muss ich trinken. Dafür Dix dran vorbei. So. Sie droppen nichts, sie geben kaum Seelen. Sie sind einfach nur nervig. Und man kann sie viel zu leicht mit den Spielerphantomen, die hier rumlaufen, verwechseln. Ja, da ist wieder einer. Okay, ich habe ihn mal zur Abwechslung getroffen. Und ich habe den Baum getroffen, nicht gut. So. Ja, hier wird der Ausgang. Will ich aber allerdings noch nicht raus. Ich will diesen blöden Wald an einem Stück abschließen.
Seele eines namenlosen Soldaten. Manchmal wünschte ich echt, ich hätte hier eine Karte von. So, das war's nämlich hier. Jetzt können wir noch einmal irgendwo mitten in den Wald reingehen. Gucken, ob wir neben Gegner noch irgendwas finden. Bin ich mir allerdings nicht so sicher. Das Gebiet ist nicht groß, es ist halt sehr unübersichtlich. Aber ich wusste wenigstens einigermaßen, wo die Secrets verborgen waren. Also die wichtigsten Sachen. Und jetzt sind wir wieder bei der Truhe. Okay. Von der Truhe aus können wir geradeaus durchlaufen. Sind wir wahrscheinlich schon längst dran vorbeigerannt an der anderen Truhe. Hier ist noch was. Gelbes Kraut. Okay. Aber ich denke mal, wir haben abgeschlossen mit dem Wald. Jedenfalls die wichtigen, interessanten Sachen rausgeholt. Und können hier jetzt hochgehen. War hier etwas versteckt? Nein. Aber hier ist ganz wichtig, das nächste Leuchtfeuer. So, Gegenstandskiste. Können wir gelbes Kraut zum Beispiel mal aussortieren? Die Leuchttalismane, die ich nie benutze. Ach ja, die kann ich zurücknehmen, die kann ich verkaufen. Nichts Neues, nichts Neues, nichts Besonderes. Vengals Helm kann weg. Alone Ritterstulpen habe ich bereits. Hier kann der 1-0er Chlorantivring weg. So, der Rest ist okay. Da drüben ist was Versteinertes, was wir von hier aus schon sehen können. Und da sitzt noch so ein Schattenmensch. So, saß so ein Schattenmensch. Denn ab jetzt wird es ziemlich interessant werden hier. Also ja, wir können hier rüber hüpfen, um zu dem Versteinerten zu gelangen. Wir können aber erst einmal auch hier den schimmernden Lebensstein einsammeln. Und ja, hier rüber hüpfen. Wow. Hat geklappt. Weil normalerweise kommen wir hier hin, nur von der anderen Seite. Wenn wir den hier entsteinern und da hinten lang gehen, also von da hinten kommen, den hier entsteinern, würden wir auch hierher kommen. Das nehme ich schon mal voraus. Vorweg. Und da ist wieder einer unserer Freunde. Ihr wisst, was das bedeutet. Da er kein Königstor bewacht. Sondern eine Truhe. Könnt ihr euch ja schon mal vorstellen, was in dieser Truhe ist. Seele eines tapfernden Kriegers und Dämmerungskraut. Und hier haben wir den neuen Jackpot. Edler Knochenstaub. Jawohl. Ist ja ziemlich offensichtlich. Das war übrigens in im Original Dark Souls 2 nicht so, dass der edle Knochenstaub ständig von solchen Jungs bewacht wird. Sondern einfach so in der Gegend rum lag. Oh, die helle Barde des Schwarzen Ritters. Habe ich euch eigentlich schon mal den edlen Knochenstaub vorgelesen? Ja, habe ich glaube ich schon mal, wo ich gesagt habe, dass manche vermuten, dass das der Staub vom Charakter aus Dark Souls 1 ist. Ja, verkohlte Asche, Ascheknochen. Werft sie in das ferne Feuer in Majula, um die beim Estus-Flakon eingesetzten Einsatz wiederhergestellten TP zu erhöhen. Sie gelten als Überreste eines Heiligen, der sich selbst in ein Leuchtfeuer warf.
Doch die Wahrheit werden wir nie erfahren, da Ruß und Asche stumm bleiben. Und wir haben die Hellebarde des Schwarzen Ritters. Hellebarde der Ritter, die vor lang vergessener Zeit einem Gebiete des Lichts dienten. Selbst als ihr Fleisch von Flammen versenkt worden war, blieben sie stark, hielten Wache und forderten Besucher ihres Landes zum Kampf heraus. Jo, Gwyns Schwarze Ritter. So, dann können wir noch hier rüber hüpfen. Erstmal die Urne töten. Und da drüben sehen wir was, nämlich zum einen einen Mann im Rollstuhl und ein komisches Podest.